Hallo, moin moin und alle herzlichst willkommen zur zweiten Lesung, wo wir im ersten Kapitel beginnen, des Buches Priesterverkürzung und Volksgemeinschaft von Andreas Thiel. Nachdem ich letztes Mal in der Einleitung, glaube ich, so gut wie alles geklärt habe, meine Motivation und den Anfang des Buches gelesen habe, die Einleitung und die Vorbemerkung, wollen wir jetzt direkt in das erste Kapitel einsteigen, das ich ja damals, also letztes Mal bereits benannt hatte. Der Primat, also der Vorrang des Papstes als religiöses Dogma, die Grundlage der Menschenvergötzung. Nun, als ich das Buch selber zum ersten Mal gelesen habe, fühlte ich mich zurückversetzt in die Zeit, wo ich das Buch von James Edkin Wiley gelesen hatte, Das Doppelgesicht des Papsttums und ein paar andere Dinge, weil es immer bei dem Papst, bei der Ernennung des Papstes und vor allen Dingen seinem Vorrang eben das Wort Primat gebraucht wurde. Und ich kann mich da irgendwie nicht dran gewöhnen. Ich finde es immer noch lustig. Ich denke bei Primat immer an Primaten. Und natürlich gibt es keine Evolutionstheorie. Aber für mich ist das irgendwie ein ganz deutlicher Beweis darauf, dass solche dummen Menschen wie der Papst wirklich als Beispiel dafür dienen können, dass der Mensch vielleicht doch vom Affen abstammt. Aber das war jetzt nur ein unchristlicher kleiner Scherz. Jedenfalls, das Wort Primat denkt mich immer an Primatendenken. Tut mich immer an Primaten denken. So. Wenn eine Gesellschaft, sagt der Autor, eine Organisation bestimmte Mitglieder zur Aufrechterhaltung ihrer inneren Ordnung ernennt und sich einen Generaldirektor erwählt, so ist das sozusagen eine häusliche Angelegenheit, die niemanden etwas angeht, soweit nicht andere und höhere Interessengemeinschaften dadurch gefährdet werden. Mit der Zeit werden sich vielleicht Tochtergesellschaften in allen möglichen Ländern bilden, dabei aber auch die ersten Organisationsschwierigkeiten entstehen. In jedem Lande werden Einheimische, die Land und Leute genau kennen, eine größere Propagandamöglichkeit haben als Fremde, als Abkommandierte der Stammgesellschaft. Hier treten Rang- und Kompetenzstreitigkeiten ein, die dazu führen, dass entweder jede Tochtergesellschaft eine gewisse Unabhängigkeit besitzt oder slawisch der Hauptleitung unterworfen nur ihr ausführendes Organ wird. Es werden starke Einzelgebilde entstehen oder eine allumfassende Macht. Ein Mittelding ist nicht möglich. Mit diesem Ringen sind die häuslichen Streitigkeiten auch aus dem Rahmen des Familienzwistes herausgetreten und haben notwendig außenstehende Kreise einbezogen. Diese müssen, um des guten Eindrucks willen, mit einer einigenden Formel beschwichtigt werden, die im Kern aber doch nur im erreichten Machtziel Behauptung und Beweis spitzfindig verwechselt. Auf das religiöse Gebiet nun übertragen, haben wir das Entwicklungsbild der römischen Kirche. Das erste Jahrtausend der Kirche ist erfüllt von dem Kampf um die Vormachtstellung der römischen Kirche unter den anderen christlichen Kirchen der damals bekannten Welt. Mit Legenden und Gefühlsbeeinflussung, unter kluger Ausnutzung der jeweiligen Staatsnotwendigkeiten, mit Fälschung und Betrug, wie zum Beispiel die konstantinische Schenkung, und ich füge zu die pseudo-isidorischen Dekretale, die ich ja auch letzte Lesung, glaube ich, erwähnt hatte, war endlich Rom die Hauptmacht der Christenheit und der römische Bischof, Papst genannt, Generaldirektor eines Unternehmens von angemaßter Katholizität, das heißt Allgemeinheit geworden. Die einigende Formel bildete nun der angeblich stets vorhandene Vorrang der katholischen Kirche und der Primat, das heißt die absolute Vormachtstellung des römischen Bischofs. Ultramontanismus nennt man das auch. Also die absolute Vormachtstellung des römischen Bischofs, mit anderen Worten des Papstes. Das zweite Jahrtausend hindurch ist dann der Vatikan bemüht, diese seine Stellung im Rahmen der Christenheit zu wahren, umso mehr als durch die Reformation des 16. Jahrhunderts eine anfangs immerhin beachtliche Konkurrenz auf den Plan trat. Na? Reformation wird hier angesprochen. Eine kleine Zusammenstellung der wichtigsten und wirkungsvollsten Erlasse von Päpsten und in deren Solde stehenden Kirchenbeamten soll die religiöse Untermauerung des päpstlichen Machtwillens aufzeigen. So, bevor wir jetzt weitergehen in diesem Buch und der Autor genau mit dem Papst anfängt, über den ich auch etwas zu sagen habe,
möchte ich eben etwas sagen zu dieser sehr intelligenten Zusammenfassung der ersten 2 Jahrtausende der römisch-katholischen Kirche, die der Autor uns hier gibt. Er sagt ganz klar, in dem ersten Jahrtausend hier, dass also mit Legenden und Gefühlsbeeinflussung unter kluger Ausnutzung der jeweiligen Staatsnotwendigkeiten, mit Fälschung und Betrug, Rom endlich die Hauptmacht der Christenheit und der Papst, der Generaldirektor eben dieser Katholizität war. Die einigende Formel bildete nun der angeblich stets vorhandene Vorrang der katholischen Kirche und des Primats, das heißt absolute Vormachtstellung des römischen Bischofs, des Papstes. Das ist eine Zusammenfassung hier von ihm des ersten Jahrtausends. Und das ist ganz, ganz wichtig für spätere Studien. Ich werde es jetzt nur kurz erwähnen. Ich werde es nicht bis ins Detail erklären, aber es ist ganz wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten, dass die in der Welt gängige Lehre der Regierung des Antichristen, so wie wir es aus Offenbarung Kapitel 13 kennen, ich lese euch da mal kurz die Schlachterbibel vor, und zwar lesen wir in Offenbarung Kapitel 13 ab Vers 5, aber wie gesagt, es ist aus der Schlachter und mit allen Fehlern, die die Bibel hat. Aber trotzdem, ich will nur einen kleinen Punkt machen, weil ich wollte ja das erste Kapitel lesen und mich nicht in stundenlangen Kommentaren ergießen. Offenbarung Kapitel 13, Vers 5 sagt: Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. So, es ist nur Vers 5. Und damit treffe ich im Grunde auch die Aussage, die ich brauche. Nun, das Problem ist, dass hier in der Schlachterbibel in Vers 5 ein Wort weggelassen wurde, das sich in der König-James-Bibel findet. Und obwohl die meisten Lehren der verschiedenen Tiere aus Offenbarung 13 und der Regierung des Antichristen in den protestantischen Kirchen sind, in Englisch sind und auf der König-James- oder anderen englischsprachigen Bibeln aufbauen, überlesen sie entweder das Wort, sie verstehen das Wort nicht, sie negieren das Wort und in Deutschland ist es, in Deutsch ist es überhaupt nicht übersetzt. Welches Wort das ist und worum es geht, das werde ich in der späteren Studie, die ich ja auf meinem Hauptkanal jetzt angefangen habe, erstmal mit der Trinitätslesung, da werde ich das erklären. Da kommen wir nämlich dazu, wenn wir das Buch von meinem englischen Freund besprechen, das noch immer noch nicht ganz fertig ist, wo wir die Hilfe immer noch brauchen von Menschen, die sagen, wir können die Handschrift in digital umsetzen, sodass man da ein Wortverarbeitungsprogramm gebrauchen kann, also dass man die Dinge eben in normalen Buchstaben rüberkopieren kann als PDF oder Word oder wie auch immer. Also man müsste das von der Handschrift umwandeln können in digital lesbar. In dem Buch, das ja heißt Ein Haus auf Sand gebaut, werden wir uns mit den 42 Monaten, die hier in der Offenbarung genannt sind, beschäftigen. Und wir werden feststellen, dass hauptsächlich aufgrund dieses Wortes, aber nicht nur deswegen, sondern überhaupt aufgrund einer totalen Falschauslegung, die ganze Welt denkt, dass diese 42 Monate bereits abgelaufen sind. Das sind sie nicht. Das sage ich jetzt eben mal, weil das das Ergebnis meiner intensiven, vor allen Dingen Bibelstudien der abgelaufenen Jahre ist. Auch wenn ich früher anders gelehrt habe. Ich mache ja Vorausgang, ich gehe ja nach vorne. Es ist ja, ich studiere ja auch noch immer ständig bei und ich lerne dabei Dinge bei, dass ich eben oftmals auf andere Bibellehrer gehört habe, von denen ich heute weiß, dass sie mir Unwahrheiten erzählt haben. Und diese Unwahrheiten kann ich heute anhand der Bibel spiegeln und ganz deutlich erkennen, dass es Unwahrheiten sind. Und ich bekomme auf einmal ein ganz anderes Verständnis. Ich bekomme ein ganz anderes Verständnis von der Zeit, wo die Kirche in die Wildnis geflohen war. Ich bekomme ein anderes Verständnis von der Zeit, die hier als Regierungszeit des Antichristen vorhergesagt wird. Und das werde ich in der Zukunft korrigieren. Das heißt nicht, dass meine alten Videos deswegen weniger wert sind. Nur da habe ich halt auch viel Dinge gelehrt oder erzählt, die aufgrund von der Beeinflussung von dem gekommen sind, was ich von anderen Menschen gehört und gelernt habe. Und das ist nicht immer korrekt. Und das wird zurechtgesetzt. Nun, der Autor hier, der das Problem von mir hier überhaupt nicht kennt, gibt hier ganz deutlich eine Zusammenfassung und erzählt im Grunde, wenn wir uns das nochmal
auf der Zunge zergehen lassen, was er hier genau sagt, auf dieser ersten Seite des ersten Kapitels, dann kommt er im Grunde zu dem Schluss und sagt, das erste Jahrtausend hat die römische katholische Kirche dazu gebraucht, um die Macht für sich selber und damit natürlich an dem, des Papstes an der Spitze aufzubauen und zu festigen. Und wenn dann diese Macht aufgebaut und gefestigt ist, dann wird er eben weiter regieren. So, und welche wichtige Rolle dabei Papst Gregor der Siebte, den man auch als Hildebrand kennt, weil das war früher sein Name als Mönch, er war übrigens ein Deutscher, welche wichtige Rolle der dabei spielt, habe ich dadurch erfahren, dass ich mich, als ich mich dafür interessiert habe und dahinter gekommen bin, dass Hildebrand der Schlüssel zu diesen 42 Monaten ist, da habe ich mir ein Buch besorgt, das mal in einem Video erwähnt wurde. Das heißt Pope Gregory the Seventh and the Theocratic State. Also auf Deutsch Papst Gregorius der Siebte, ne, also Gregor der Siebte, wie hier in dem Buch jetzt auch erwähnt, auf Seite 10. Und der theokratische Staat, also der Kirchenstaat. Das Buch ist von Agnes Bernard Kavanagh. Das ist eine Nonne, soweit ich das sehe, hier eine Schwester, Sister Agnes Bernard Kavanagh, M.A., wofür das steht, weiß ich nicht, das wird wohl irgendein Master, also irgendein Titel sein, den sie getragen hat, von der Sisters of St. Joseph of Carondelet, Mount St. Mary's College, Los Angeles, California. Also von dieser Schwester, das Buch geschrieben, 1934, herausgebracht von der Katholischen Universität in Amerika, ist natürlich ein unglaublich katholisches Buch. Aber die politischen und religiösen Zusammenhänge, die dazu geführt haben, dass Papst Gregorius oder Papst Gregor der Siebte 1073 sein Pontifikat begonnen ist, und was das beinhaltet und was seine Wirkungsweise innerhalb der römisch-katholischen Kirche auf der einen und innerhalb dieser Welt durch die römisch-katholische Kirche auf der anderen Seite war, das werden wir halt in diesem Buch von Ein Haus auf Sand gebaut besprechen, wo wir auch dieses Buch zur Hilfe nehmen werden. Und ich werde sehen, dass ich dieses Buch in der Zukunft, das hatte ich eigentlich geplant, ich habe das Buch Tom Fress in Amerika geschickt als Geschenk, und hab zu ihm gesagt, lies es bitte durch und dann möchte ich gerne das mit dir auf YouTube lesen. Das wird aber natürlich in Englisch sein. Kann ich ja nur auch nicht ändern. Man kann nicht alles ins Deutsche übersetzen. Das Buch hat 126 Seiten. Ich werde euch dann auch die ISBN-Nummer geben. In diesem Video hier schon mit drunter. Das könnt ihr euch dann auch selbst besorgen, könnt ihr auch selbst studieren. Und wenn ihr ein wahres Bibelverständnis habt und nicht nur nach den Sieben-Tags-Adventisten und anderen verkehrten Denomination hört und zuhört und gehorcht, sondern eure Gedanken noch sich selber formen können, aufgrund dessen, was ihr lest und ihr daraus selber eure eigenen Schlüsse ziehen könnt, dann werdet ihr begreifen, wie wichtig dieses Buch ist, wie wichtig dieses Thema ist, Papst Gregor der Siebte. Und ihr werdet sehen, dass der Futurismus, den ich immer anklage, diese Zukunftslehre der Jesuiten, 1600 oder 1599 durch Rivera ja in die Welt gebracht, noch viel tiefer geht als das, was ich bis jetzt erklärt habe, unter anderem in den Videos. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden, wo ich ja drei Videos gemacht habe und ganz klar erklärt habe, dass eben das falsche Verständnis oder das Unverständnis, dass Jesus Christus die 70. Jahrwoche von Daniel damals Kapitel 9, Verse 4 bis 27 komplett erfüllt hat, dass das nur ein Teil dieses Futurismus ist. Das geht noch viel tiefer und das wird von den meisten Leuten nicht erkannt. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt sehr, 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 sehr wenig Menschen getroffen, die das auch verstanden haben. Aber es ist nicht, weil wir sehr, 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 sehr wenige sind, die das begreifen, dass es darum nicht richtig ist. Es ist nur, die Wahrheit ist sehr gut versteckt. Wenn ihr einen Heuhaufen von, was weiß ich, 25 Millionen Kubikmeter vor euch habt und da eine kleine Nadel drin versteckt, dann muss man lange suchen, bis man die Nadel gefunden hat in so einem großen Heuhaufen. Und so ungefähr kann man das vergleichen. Ich finde es nur sehr
Bezeichnend, dass der Autor hier jetzt auf diesen Papst Gregor den Siebten bereits eingeht, und ihr werdet in zukünftigen Studien ganz genau verstehen, warum das so wichtig ist. Und da kommt dann noch zu. Da kommt dann noch zu. Ich habe selbst in der Vergangenheit, vor einigen Jahren, mit Viktor damals auch ein Video aufgenommen, das könnt ihr euch vielleicht erinnern, das findet ihr auf meinem Hauptkanal. Das heißt Dictatus Papae Unam Sanctam ad absurdum. Und ich habe damals gar nicht begriffen, welchen Impact die Fakten in diesem Video genannt eigentlich haben. Ich habe es damals selbst nicht verstanden, weil ich so verblendet war durch diese Falschlehre und habe überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Wobei das im Grunde der Mailpfahl, oder wie nennt man das, ne? Mailpal sagt man im Flämischen, Mailpole sagt man im Englischen, also der wirklich der stützende Pfeiler dieser Geschichte war. Und ich hab den Pfeiler gesehen, aber ich habe nicht verstanden, wofür er steht. Versteht ihr? Ich fand das Dictatus Papae unglaublich wichtig, deswegen habe ich das zusammen mit Unam Sanctam vereinigt, weil auch Unam Sanctam eben diese Bulle von Antichrist Papst Boniface dem 8. aus 1302 zum großen Teil aufbaut auf Dictatus Papae. Dictatus Papae kannte ich da vorher noch gar nicht. Ich wusste auch nicht, dass es von Papst Gregor dem 7. kommt, aber jetzt fällt alles zusammen und jetzt wird es alles viel, viel deutlicher. Nun, für viele spreche ich jetzt hier in Rätseln, deswegen werde ich jetzt auch dieses Thema hier begraben. Ich wollte nur schon mal darauf hinweisen, dass euch die Lesung, diese vierbüchrige Studie auf dem Hauptkanal, die ich in Deutsch und Englisch dort mache, ja, sollte Gott gesagt haben, dass ihr die wirklich von der Nähe aus verfolgen solltet. Ihr solltet das nicht aus dem Auge verlieren, weil da werden Dinge angesprochen, die werden euer Glaubensbild nicht verändern, nicht erschüttern. Im Gegenteil, die werden euren Glauben nur verstärken, aber sie werden euch zeigen, wo ihr bis jetzt Glaubensfehler drin hattet, für die ihr nicht verantwortlich seid. Für die ich auch nicht verantwortlich bin, dass ich sie verkehrt gelehrt habe. Naja, in der Hinsicht schon, dass ich eher auf Menschen gehört habe als auf Gott. Dass ich eher Menschenlehre gefolgt bin, als die Bibel zu studieren und dann selbst meine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Aber die Zeit ist jetzt vorbei. Diese Reifheit habe ich inzwischen erreicht und da werde ich auch drin fortfahren. Und der Autor hier, der Andreas Thiel, macht ganz deutlich den Punkt, dass er das hier aufteilt zwischen dem ersten und dem zweiten Jahrtausend. Und Papst Gregor der Siebte, sagt er, schreibt hier in einer Enzyklika, der Papst Gregor der Siebte hat sein Pontifikat begonnen im Jahr 1073. Und wir hatten früher schon mal über den Papst Hildebrand gesprochen. Und jeder, sage ich jetzt mal wirklich ohne Ausnahme, kennt den Gang nach Canossa oder hat die Aussprache von Gang nach Canossa schon mal gehört. Viele wissen, was es ist, viele begreifen es nicht, aber die Wichtigkeit dieser Tatsache, dieses geschichtlichen Ereignisses und anderer geschichtlichen Ereignisse aus dem Pontifikat von Papst Gregor dem Siebten sind vielen Leuten nicht deutlich. Und da werde ich in der Zukunft eben auch für arbeiten. Deswegen musste ich eben jetzt das Stichwort, das mir der Autor hier gibt, wenn er im letzten Absatz auf Seite 10 oder im Buch besser gesagt, nee, auf Seite 10, ja, ich muss hier noch umblättern in dem Buch, was ich vor mir habe, ich lese aus dem PDF. Im letzten Absatz auf Seite 10 sagt das Stichwort, das er mir gibt, da musste ich eben diese Erklärung machen. Auch wenn es so lange gedauert hat und wenn einige Leute nur Bahnhof verstehen, dann müsst ihr halt das Thema intensiver studieren, weil Christentum ist keine Freizeitbeschäftigung. Ja, und damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Also im letzten Absatz auf Seite 10 sagt der Autor, Antichrist, das sagt der Autor nicht, das füge ich dazu, das wisst ihr von mir, das Wort Antichrist steht hier in diesem Buch auch nicht so oft drin. Ich sage es fast oder probiere es jedes Mal vor, das Wort Papst zu setzen. Ja? Antichrist Papst Gregor der Siebte, der frühere deutsche Mönch Hildebrand, schreibt 1079 in seiner Enzyklika, das ist ein päpstliches Hirtenschreiben, an die Getreuen in Italien und Deutschland. Zitat: Diejenigen aber, welche diesem höchst heilsamen Gebot des Papstes nicht gehorsam leisten wollen, begehen die Sünde des Götzendienstes.
Ende Zitat. Wer also in einer natürlich-menschlichen Angelegenheit, es handelt sich hier um den Zölibat, die Ehelosigkeit der Priester, dem durch nichts begründeten päpstlichen Anspruch nicht willfährt, begeht Götzendienst, das heißt Papstgebot gleich Gottesgebot. Der berühmte Kirchenlehrer Thomas von Aquin, den kennen wir ja auch von Summa Theologica, der lebte dann halt im 12. Jahrhundert. Eben kurz hier aufschreiben, dass ich das Bild hier mit reinsetze. Dieser Thomas von Aquin, der 1274 gestorben war, dessen Lehren heute noch anerkannt, grundlegend in der römisch-katholischen Kirche sind. Die sind heute noch anerkannt, grundlegend der römisch-katholischen Kirche. Eine Arbeit von heute zurück betrachtet, knapp vor 900 oder 950 Jahren gemacht. Also lass uns sagen, vor knapp 1000 Jahren gemacht, etwas weniger als 900 Jahre. 1174 ist er gestorben, 1274 ist er gestorben, plus die Zeit, wo wir heute sind, also knapp 800 Jahre, wie auch immer. Also eine ganze Menge. Das ist heute immer noch anerkannt, grundlegend in der römisch-katholischen Kirche, die, wie wir wissen, ja Semper Adem ist. Dieser Thomas von Aquin schreibt, Zitat, der Gehorsam dem römischen Papst gegenüber sei notwendig zur Erlangung der ewigen Seligkeit. So, das sagt Thomas von Aquin. Was sagt Papst Gregor VII. In seinem Diktatus Papae? Das werdet ihr erfahren, wenn ihr das Video schaut, das ich ja damals aufgenommen habe mit Viktor. Und dann, das war also im 11. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert hören wir ja den Thomas von Aquin und dann hören wir eben aus dem 14. Jahrhundert Antichrist Papst Boniface VIII. Der erklärt in seiner Bulle Unam Sanctam vom 18. November 1302 und jetzt legt mich nicht fest auf das Wort, es gibt verschiedene Quellen für diese alte Bulle und hier und da ist mal ein Wort unterschiedlich, aber die Bedeutung ist immer dieselbe. In Unam Sanctam sagt also hier Antichrist Papst Boniface VIII. Zitat, also die eine und einzige Kirche hat einen Leib und ein Haupt, nicht zwei Häupter wie ein Ungetüm, nämlich Christus und Christi Statthalter, Petrus und Petri Nachfolger, da der Herr zu Petrus selbst spricht, weide meine Schafe. Meine, sagt er ganz allgemein, nicht im Einzelnen diese oder jene, wodurch man erkennt, dass er ihm alle anvertraut hat. Mögen also die Griechen und andere sagen, sie seien Petrus und seinen Nachfolgern nicht anvertraut worden, so müssen sie gestehen, dass sie nicht von den Schafen Christi sind, da der Herr bei Johannes spricht, es gebe nur einen Schafstall und einen einzigen Hirten. Es ist aber diese päpstliche Autorität, wenn sie auch einem Menschen gegeben ist und durch einen Menschen geübt wird, keine menschliche, sondern vielmehr eine göttliche Gewalt. Wer sich also dieser von Gott so geordneten Gewalt widersetzt, der widersetzt sich Gottes Ordnung. Daher erklären, sagen, bestimmen und verkünden wir, dass dem römischen Oberpriester untertan zu sein, für jedes menschliche Geschöpf, schlechterdings zur Heilnotwendigkeit gehört. Ende Zitat. Ich gehe jetzt, um uns das zu ersparen, nicht in eine stundenlange Erklärung dieser Enzyklikal oder der Bulle Unam Sanctam von Antichrist Papst Boniface VIII. Ein. Das habe ich an anderen Stellen zur Genüge getan. Wir haben die besprochen beim Doppelgesicht des Papsttums. Ich habe das besprochen bei Martin Luther, das wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Da habe ich ganz deutlich ausgelegt, wie Matthäus 18 und andere Verse von wegen Petri Nachfolger, also Petrus als Nachfolger Christi und andere Nachfolger Petri seien dann und weide meine Schafe und so was, wie das gemeint ist. Da bin ich überall intensiv drauf eingegangen. Da müsst ihr gerne die Videos schauen. Das mache ich jetzt hier alles nicht nochmal. Aber ihr seht, wie es alles wieder hier zusammenkommt. Wenn jetzt hier diese eine Erwähnung kommt von diesem Antichristen, Boniface dem VIII., ja, und der Autor sagt nach diesem Spruch, bei diesem Anspruch des Papstes ist es nicht verwunderlich, dass sein Leibarzt Arnold von Villanova
seinen hohen Vorgesetzten nennt Christus auf Erden und den Gott der Götter in der streitenden Kirche. Wobei die Benennung Gott der Götter natürlich auch nur damit übereinstimmt mit der antichristlichen römisch-katholischen Trinitätslehre. Mehr als zwei Jahrhunderte später lebte der Jesuit Robert Bellarmine zwischen 1542 und 1621. Ja, derjenige von der Befreiungstheologie, die im Grunde nichts anderes tut, als die Menschen vom Gesetz Gottes zu befreien. Also antichristliche Arbeit ist, deswegen ist es ja auch Bellarmine ein Jesuit. Mehr als zwei Jahrhunderte später, also 1302 war Boniface der VIII. Und zwischen 1542 und 1621 lebte Bellarmine, auf dessen Werke sich die Päpste seitdem ständig berufen. Das kirchliche Handlexikon von Michael Buchberger nennt als sein Hauptwerk die Disputationes de Controversiis Christianae Fidei Adversus Huius Temporis Hereticos, was auf Deutsch heißt Meinungsaustausch über die Streitfragen des christlichen Glaubens gegen die derzeitigen Ketzer. Und erklärt, sie seien, Zitat, ausgezeichnet durch Klarheit und seltene Erudition, das heißt Gelehrsamkeit, in würdiger, leidenschaftsloser Form. Ende Zitat. Aber beides, Gelehrsamkeit oder Gelehrsamkeit und Form, mag sich der Leser aus einigen Beispielen ein eigenes Urteil bilden. In der dritten Streitfrage über den Papst schreibt Bellarmine folgendes. Zitat. Aus den Namen des römischen Bischofs, denen es 15 gibt, erklärt sich offensichtlich sein Primat. Vater, Vater der Väter, Vater der Christenheit, oberster Priester, Fürst der Priester, Stellvertreter Christi, Haupt am Körper der Kirche, Fundament des Kirchengebäudes, Schafhirte des Herrn, Vater und Lehrer aller Gläubigen, Vorsteher des Hauses Gottes, Wächter im Weinberg des Herrn, Bräutigam der Kirche, Inhaber des apostolischen Stuhles, allgemeiner Bischof. Ende Zitat. Diese ansehnliche Visitenkarte, das sind ja alles Titel, die der Papst sich anmaßt zu haben, erweitert aber der heilige Franz von Sales, Bischof von Genf zwischen 1567 bis 1623, zu einem ausgesprochenen Plakat. Also eine Visitenkarte wird ein Plakat, auf dem man alle Titel, die man dem Papst und dem römischen Stuhle beilegte, zusammenstellte. Und hier kommt die Aufzählung fast einer ganzen Seite. Zitat. Der heiligste Bischof der katholischen Kirche. Der heiligste und seligste Patriarch. Der seligste Herr, der allgemeine Patriarch, das Haupt der Kirche auf Erden, der Bischof auf der Höhe des Apostolats, der Vater der Väter, der geistliche Fürst der Bischöfe, der höchste Priester, der Priesterfürst, der Vorsteher des Hauses Gottes, der Hüter und Wächter des göttlichen Weinberges, der Statthalter Jesu Christi und der Bestätiger des christlichen Glaubens, der oberste Priester, der oberste Bischof, der Fürst der Bischöfe, der Erbe der Apostel, Abraham Vermöge des Patriarchats, Melchisedeks Vermöge der Weihe, Moses Vermöge der bindenden Gewalt, Samuel Bemöge der richtenden Gewalt, Petrus Vermöge der Macht, Christus Vermöge der Salbung, der Herr der Herde Jesu Christi, der Schlüsselbewahrer des Hauses Gottes, der Hirt aller Hirten, der Priester in der Fülle der Gewalt. Der heilige Petrus war der Mund Jesu Christi, der Mund und das Haupt des Apostolats, die erste Kanzel und Kirche, der Ursprung der priesterlichen Einheit, das Band der Einheit, die Kirche mit dem Sitz der höchsten Gewalt,
die Wurzel und Mutterkirche aller übrigen Kirchen, der Stuhl, auf welchen der Herr die allgemeine Kirche gesetzt hat, der Mittelpunkt und das Haupt aller Kirchen, die Zuflucht der Bischöfe, der höchste apostolische Stuhl, die den Vorsitz führende Kirche, der höchste Stuhl, der von keinem anderen gerichtet werden kann, die allen übrigen vorgezogene Kirche, der erste Stuhl unter allen, der apostolische Brunnen, der sicherste Hafen der ganzen katholischen Gemeinschaft. Ende Zitat. Mehr Namen sollte es nun kaum noch geben. Und doch vermissen wir einen, der im Hinblick auf die Fülle, vielleicht aus Bescheidenheit, im Hinblick auf seinen Inhalt bestimmt aus Mangel an Bescheidenheit vergessen ist, nämlich Servus Servorum Dei, Knecht der Knechte Gottes. Einige Jahre bevor der heilige Franz von Sales den Namenskatalog des Papstes aufstellte, tagte die große Kirchenversammlung in Trient, also das ist das Konzil von Trient, das gegenreformatorische Konzil zwischen 1565 und 1563. Drei verschiedene Sitzungen in 18 Jahren. 18, 3, macht eure eigene Rechnung. Auf ihr wurde beschlossen, also auf dieser Kirchenversammlung, diesem Konzil, einen römischen Katechismus zum Gebrauch für die Pfarrer herauszugeben. Aus dem einfachen Grund, es gab vorher keinen Katechismus und die römisch-katholische Kirche hat sich das von Martin Luther abgeguckt, der nämlich erst einen kleinen und später einen großen Katechismus rausgebracht hat. Und die Kirche meinte, das bräuchte sie auch. Also Plagiarismus begeht sie auch noch. Oder Plagiatismus, wie sagt man das? Plagiat betreiben. Ne? Jemand anders kommt erst mit dem Katechismus heraus und die römisch-katholische Kirche sagt von, ah, das brauchen wir auch. Ja. Weder der Katechismus von Luther noch der Katechismus der römisch-katholischen Kirche ist ein Katechismus, den ich Menschen empfehle zu befolgen. Ich empfehle, die Bibel zu folgen. Und diese ganze Auflistung, die ich gerade eben gebracht habe, wenn ihr das, was darin genannt ist, mal gegen die Bibel haltet, dann werdet ihr auch nicht viel Wahrheit in dieser Aufzählung entdecken. Jedenfalls sagt der Autor hier, dieser Beschluss wurde unter Antichristpapst Pius V. 1566 in die Tat umgesetzt. Der römische Katechismus hat heute noch gewissensverbindliche Gültigkeit. Da muss man sich drüber klar sein. Er hat gewissensverbindliche Gültigkeit. Wenn ich Mitglied der römisch-katholischen Kirche bin, dann akzeptiere ich diesen Katechismus. Dann akzeptiere ich mich dem im Katechismus vorgeschriebenen zu unterwerfen. Und zwar mit meinem ganzen Gewissen, ohne eigene abschweifende Gedanken oder Gewissen zu haben oder Moralgedanken zu haben, sondern ich ergebe mich völlig der römisch-katholischen Kirche. Über den römischen Papst schreibt dieser Katechismus, Zitat, einer ist ihr Leiter und Regierer der Kirche. Und zwar unsichtbar Christus, welchen der ewige Vater gesetzt hat zum Haupt über die ganze Kirche. Und sein Leib ist sichtbar aber der, welcher den römischen Stuhl des Apostelfürsten Petrus als rechtmäßiger Nachfolger innehat. Ferner sagt dieser Katechismus zu diesem Thema. Der römische Bischof ist der höchste unter allen Bischöfen, und zwar aus göttlichem Rechte. Daher steht er als der Vater und Regierer aller Gläubigen und Bischöfe und der übrigen Vorsteher, mit welchem Amt oder welcher Gewalt auch immer sie ausgestattet sein mögen, der allgemeinen Kirche als Nachfolger Petri und wahrer und rechtmäßiger Statthalter Christi des Herrn vor. Ende Zitat. Ein Mensch von solch überragender Stellung, von solchem Wesensinhalt und solcher Machtfülle hat natürlich immer und überall gegen alle und jeden Recht.
Roma locuta, causa finita. Das heißt, Rom hat gesprochen, also ist die Angelegenheit erledigt. Das Wort des Papstes ist das endgültige, zwischen Anführungszeichen, Amen, hinter jeder aus tiefster Gewissensnot geborenen Frage. Ja, wenn man sich daran hält, gibt's überhaupt keine Gewissensnot. Denn Gewissensfreiheit, welche seelische Not bewirken kann, ist dem Papstspruch gegenüber nicht vorhanden. Sagte doch Antichrist Gregor der 16., der zwischen 1831 und 46 lebte, in seiner Bulle Mirari Vos vom 15. August 1832, Zitat: Es ist eine irrige und verkehrte, ja, eine wahnwitzige, der schmutzigen Quelle des Indifferenzismus entstammende Behauptung, dass für jeden Menschen als selbststeigendes Recht die Gewissensfreiheit besteht. Als selbsteigenes Recht? Wir sprechen hier von einem selbsteigenen Recht, nicht ein Recht von irgendjemandem auferlegt oder von irgendjemandem eingeschränkt. Naja, eingeschränkt ja. Die Gewissensfreiheit in der römisch-katholischen Kirche ist eingeschränkt. Also nochmal, ganz wichtiger Satz. Gregor der 16., der Papst vor Pius dem 9., den wir ja zur Genüge kennen, im 19. Jahrhundert, sagt: Es ist eine irrige und verkehrte, ja eine wahnwitzige, der schmutzigen Quelle des Indifferenzismus entstammende Behauptung, dass für jeden Menschen als selbsteigenes Recht die Gewissensfreiheit besteht. Und sein Nachfolger, Papst Pius der 9., wiederholt das in anderer Form auch noch in seinem Syllabus der Fehler aus 1864, wo, ich weiß nicht wie, 75 Punkte oder sowas in dem Syllabus der Fehler angeholt werden. Und da wird auch die Gewissensfreiheit als verdammend erkannt. Ja? Es ist zu verdammen, dass die Menschen Gewissensfreiheit haben. Die haben sie nicht. In der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Gewissensfreiheit. In der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Religionsfreiheit. In der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Freiheit der Sprache, keine Freiheit der Gedanken, keine Freiheit des Gewissens. Man ist Gefangener des Gewissens und der Moral des Papstes. Und Pius der IX., fährt der Autor fort, beruft sich in seiner Enzyklika Quanta Cura. Ich hab's jetzt gerade eben nicht gelesen, es steht hier tatsächlich jetzt als Lesen. Ich habe das gerade eben erwähnt und Quanta Cura kam gleichzeitig mit dem Syllabus der Fehler raus. Vom 8. Dezember 1864 auf die eben genannte Bulle Antichrist Gregors des 16. ausdrücklich. Er beruft sich da ausdrücklich drauf und sagt, Zitat: Schon Gregor der 16. hat es als Wahnwitz bezeichnet, dass Gewissens- und Kultusfreiheit ein allgemeines Menschenrecht sei, das in jedem gut eingerichteten Staat gesetzlich bestimmt und gewährleistet sein müsse. Der Papst bezeichnet es als Wahnsinn, dass Gewissens- und Kultusfreiheit ein allgemeines Menschenrecht sei. Und das ist jetzt aus der Bulle Quanta Cura. Das hat mit dem Syllabus der Fehler nichts zu tun, der steht da noch nebenan. Dieser selbe Pius der IX., steht auf der nächsten Seite, fasste im Jahre 1864 eine Menge von den Päpsten verurteilter Irrtümer zusammen. Irrtümer zwischen Anführungszeichen. Diese Sammlung heißt Syllabus, das heißt Zusammenstellung. Wir kommen jetzt auf den Syllabus der Fehler, den ich gerade angesprochen hatte. Während der Index Librorum Prohibitorum, das heißt das Verzeichnis der vom Papst verbotenen Bücher, die Schriften und Bücher enthält, die der fromme Katholik nicht lesen darf, weil sie nach römischer Auffassung Dinge enthalten, die wider Glauben und Sitte sind, ist der Syllabus eine Sammlung von Ansichten namhafter Gelehrter, auch katholischer, über religiöse und religionsgeschichtliche, biblische und soziale Fragen. Über die Kirche und ihre Rechte, über die bürgerliche Gesellschaft an sich und ihre Beziehungen zur Kirche, über die weltliche Herrschaft des römischen Papstes, über die Sittenlehre und die Ehe. Diese gesammelten Irrtümer wurden vom Papst verdammt, während ein Staat nur lebensfähig ist, wenn er sie anerkennt und praktisch anwendet.
Das heißt, sich bewusst gegen den Syllabus, gegen das Aktionsprogramm des Ultramontanismus stellt. Darum werden die einzelnen und wichtigsten Thesen ausführlich angeführt. 1907 gab ein weiterer Antichrist, Papst Pius X., der Nachfolger von Leo dem 13., über den wir bereits letzte Sendung gesprochen hatten, oder in dieser anderen Sendung gesprochen hatten, wo es darum ging, das Treffen mit dem Kaiser Wilhelm II. Hatte, im Juni, meine ich, 1903. Ja? Dieser Pius X. gab 1907 gewissermaßen einen zweiten Band dazu, einen neuen Syllabus heraus. Also innerhalb von 43 Jahren, 1864 bis 1907, gab das Papsttum zwei verschiedene Syllabusse oder Syllaben oder wie auch immer man jetzt die Mehrzahl davon nennt, raus, in denen sie diese ganzen Fehler der heutigen Welt gegen die römisch-katholische Kirche zusammenfassen. Ja? In diesem Zusammenhang sind zwei vom Papste verdammte Ansichten oder Thesen bemerkenswert. Der Autor zieht hier zwei raus, ich hätte mehr rausgezogen, aber gut, lesen wir mal. These 22, Zitat. Die Dogmen, welche die Kirche als Geoffenbarte hinstellt, sind nicht vom Himmel gekommene Wahrheiten, sondern eine Art Interpretation, also Auslegung religiöser Tatsachen, welche der menschliche Geist in mühsamer Arbeit sich ausgedacht hat. Wenn der Papst diese These verwirft, behauptet er also ihren Gegensatz. Das heißt, die Dogmen, welche die Kirche als Geoffenbarte hinstellt, sind vom Himmel gekommene Wahrheiten und nicht eine Art Auslegung religiöser Tatsachen, welche der menschliche Geist in mühsamer Arbeit sich ausgedacht hat. Zu These 56, die da lautet, die römische Kirche ist nicht durch Anordnung der göttlichen Vorsehung, sondern lediglich infolge politischer Verhältnisse das Haupt aller Kirchen geworden. Der Katholik hat also das Gegenteil dieser vom Papst verdammten These zu glauben, nämlich, die römische Kirche ist durch Anordnung der göttlichen Vorsehung und nicht lediglich infolge politischer Verhältnisse das Haupt aller Kirchen geworden. Die immer und immer wieder bis zum Überdruss aufgestellte Behauptung des päpstlichen Primats hat ihre suggestive Wirkung durch die Jahrhunderte hindurch getan und ist endgültig als Gesetz in das heute gültige Gesetzbuch des Codex Juris Canonici eingezogen, wo es im Kanon, Paragraph 219 heißt, und ich möchte einen jeden einmal bitten, das kanonische Gesetz zu öffnen, auf der Vatikanseite im Internet leicht zugänglich und sich anzuschauen. Und dann muss man das, was darin geschrieben steht, halten gegen die Bibel. Viel Spaß. Jedenfalls sagt der Autor hier, in dem Kanon Nummer 200, also Paragraph 219, heißt es hier, der rechtmäßig gewählte römische Papst hat sofort vom Augenblick der Wahlannahme ab nach göttlichem Recht die Vollgewalt der höchsten Regierung und Gerichtsbarkeit inne. Nun, ich kann euch da nur zu sagen, dass es nicht gerade leicht ist, im Internet jetzt genau das Richtige zu finden. Es geht dann darum, welche Kanons sind hier jetzt von der Relevanz und inwieweit ist das verändert worden, weil das, was ich jetzt gerade hier öffne, wenn ich oder was ich gerade geöffnet habe, wenn ich mir da Kanon 219 angucke, da geht es hier um Buch 2, Volk Gottes, die Gläubigen, Pflichten und Rechte aller Gläubigen. Und das ist ein ganz anderes Thema als das, was wir hier jetzt gerade eben besprochen haben, wo es um den Papst ging. Ja, also man muss dann wohl sehen, welches Dokument man da jetzt genau aufmacht. Da muss ich da auch nochmal tiefer nachschauen, wie das heute aussieht. Und vor allen Dingen müsste man natürlich den Codex Juris Canonici aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts haben und nicht den von, welchen habe ich jetzt hier gerade aufgemacht, ich glaube 1983 oder was in der Richtung. Gut, also der rechtmäßig gewählte römische Papst hat sofort vom Augenblick der Wahlannahme ab nach göttlichem Recht die Vollgewalt der höchsten Regierung und Gerichtsbarkeit inne.
Also mit anderen Worten, ab dem Moment, wo der Papst gewählt ist, von wem denn, hat er nach göttlichem Recht die Vollgewalt der höchsten Regierung und Gerichtsbarkeit inne. Mit anderen Worten, wird er zu Gott auf Erden erhoben. So kann man das oder sollte man das verstehen. In jedem Ordnungsstaat, fährt der Autor fort, fließen Macht, Regierung und Gerichtbarkeit in der Person des Führers zu einer unlösbaren und unteilbaren Einheit zusammen. Anders ist's in einem geistig-religiösen Gemeinwesen, wie es die Kirche darstellt. Wenn auch, zwischen Anführungszeichen, göttliches Recht dem Oberpriester der Kirche die absolute Vollgewalt verleihen sollte, so steht doch die Frage offen, ob nun auch immer im Sinne des göttlichen Rechts gehandelt, ob auch immer im Sinne des göttlichen Rechts regiert und gerichtet wird. Diese Frage muss gelöst werden, wenn nicht die absolute Macht selbst in Frage gestellt werden soll. Was fällt euch zu dem Gedanken absolute Macht ein? Der Spruch Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut zum Beispiel. Sie kann aber nur gelöst werden, sagt der Autor, wenn das zwischen Anführungszeichen göttliche Recht und der nach ihm mit höchster Macht ausgestattete Oberpriester zu einer Einheit verschmelzen, wenigstens in dem Sinne, dass er aus der allgemeinen Menschlichkeit herausgehoben wird und sich nicht irren kann. Unfehlbarkeit des Papstes 1870. Daher seit je das Bestreben der Päpste für ihre religiösen Erlässe Irrtumslosigkeit und Unfehlbarkeit festzustellen. Erst dann sind die Seelen rettungslos dem Papste und der Kirche verfallen. Ein ganz wichtiger Satz. Den werde ich auch kurz anstreichen. Erst dann sind die Seelen rettungslos dem Papste und der Kirche verfallen. Was ist denn zur Errettung wichtig? Wer ist denn der einzige Weg zur Errettung? Wer ist denn der einzige Weg zum Vater? Jesus Christus sagt doch von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt dann doch im Gegenspruch dazu, wenn ich mich hier der römisch-katholischen Kirche unterwerfe, wenn dieser mit höchster Macht ausgestattete Oberpriester zu einer Einheit verschmilzt mit dem sogenannten göttlichen Recht, deswegen ist es zwischen Anführungszeichen, es geht nämlich nicht um das wirkliche göttliche Recht, es geht hier um das angemaßte göttliche Recht, dann kann er sich nicht irren. Und wenn daher er sich nicht irren kann und der Papst irrtumslos oder Irrtumslosigkeit besitzt und Unfehlbarkeit festgestellt wird in seinem Handeln oder in seinem Sprechen, wenn es um Dogmen der Religion geht, erst dann sind die Seelen rettungslos dem Papst und der Kirche verfallen. Mit anderen Worten, wenn ich diesen Katechismus akzeptiere und den Katechismus und der römisch-katholischen Kirche unterwerfe, dann bin ich rettungslos dem Papst und der Kirche verfallen. Und dann bin ich außerhalb der Errettung Jesu Christi, die durch die Gnade des Vaters kommt und wo nur Jesus Christus der Weg, das Leben und die Wahrheit ist. Man hat wahrlich nicht die Mühe gescheut, sagt der Autor, durch die Jahrhunderte hindurch den päpstlichen Anspruch auf Unfehlbarkeit in religiösen Dingen bis zum Dogma, zum Glaubenssatz zu treiben, wie es 1870 auf dem Vatikanischen Konzil geschah. Schon Antichrist Gregor der Siebte, also Hildebrand aus dem 11. Jahrhundert, schreibt in seiner berühmten Kundgebung über die Rechte des Papstes, Dictatus Papae, im Jahre 1075 bereits, Zitat: Die römische Kirche hat sich nie geirrt und wird nach dem Zeugnis der Schrift sich nie irren. Ende Zitat. Tja, wo steht in der Schrift, dass die römisch-katholische Kirche sich nie irren wird? Die römisch-katholische Kirche steht sogar nicht in der Schrift drin. Aber ja. Am 15. Juni 1520 sandte der Papst Leo X., ja, der Gegenspieler von unserem
deutschen wunderbaren Reformator Martin Luther, in der Bulle Exsurge Domine die Bannandrohung gegen Luther, also die Exkommunikation Martin Luthers. Ja, die hat er geschickt am 15. Juni 1520. Nach der Verdammung von Luthers Schriften und dem Gebot, sie öffentlich und feierlich zu verbrennen, folgt die Strafandrohung für Luther selbst und seine Anhänger, wenn sie nicht binnen 60 Tagen Widerruf leisten. Im Hinblick auf Luthers trotziges Verhalten wird sein Fernbleiben von Rom sehr beklagt. Und dann heißt es, Zitat, wenn er das getan hätte, also nach Rom gekommen wäre, also zu Kreuze gekrochen wäre, wenn Luther den Gang nach Canossa nach Rom angetreten hätte, wenn er das getan hätte, so wäre er sicher, wie wir glauben, zur Besonnenheit zurückgekehrt. Er hätte seine Irrtümer erkannt. Er hätte in der römischen Kurie nicht so viel Irrtümer gefunden, wie er sie tadelt, indem er sich lügenhaften Verleumdungen übelgesinnter Menschen mehr als nötig widmet. Wir hätten ihn sonnenklar darüber belehrt, dass die heiligen römischen Päpste, unsere Vorgänger, die er höchst unbescheiden beleidigend herunterreißt, in ihren Erlassen und Verfügungen, die er in billigster Weise angreift, niemals geirrt hätten. Ende Zitat. Ja, was hat Martin Luther damals gesagt, als er in Worms vor dem Gericht stand? Wenn ihr mich nicht durch Vernunft und die Heilige Schrift überzeugen könnt davon, dass ich mich geirrt habe, dann kann ich nichts zurückziehen. Hier stehe ich. Und was sollte er zurückziehen? Unter anderem, dass er gesagt hat von, in der Vergangenheit haben Päpste sich widersprochen. In der Vergangenheit haben Päpste sich geirrt. In der Vergangenheit haben Konzile sich widersprochen. In der Vergangenheit haben Konzile sich geirrt. Nun, ich möchte nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ich in der ersten Sendung gesagt hatte. Ihr erinnert euch an das Schisma, wo ich gesprochen hatte, dass es drei verschiedene Päpste gab, Anfang des 15. Jahrhunderts, die Zeit von Johannes dem 23. unter anderem und der Verbrennung von Jan Hus in Konstanz, wo es drei Päpste gab. Wie kann denn der Papst unfehlbar sein und sich nie irren, wenn es drei gibt? Oh ja, die Heilige Trinität. Okay. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber, sagt der Autor, geirrt haben ja nun zweifellos manche Päpste, wenn man Stellenjägerei, Verwandtenbegünstigung, Stellenverkauf und sonstige Geldgeschäfte, lockere Sitten und bedenklichen Lebenswandel, offenen und Meuchelmord als Irrtum im christlichen Sinne bezeichnen darf. Sie haben den Irrtum gelebt, wenn auch vorsichtigerweise nicht gelehrt. Dem einfachen Christenmenschen wird immer wieder nahegelegt, das Leben und die zu befolgende Lehre im Einklang stehen müsste. Wie sagt man das so schön im Englischen? Do as I say, don't do as I do. Tue, was ich sage, tue nicht, was ich mache. Das ist das Motto der Päpste. Der Papst, der die Lehre gibt, ist aber scheinbar damit öfters so beschäftigt gewesen, dass er die von ihm gegebenen Richtlinien im eigenen Leben ganz vergessen hat. Wir wollen nicht alle diese bekannten Gestalten nennen. Es genügt eine für alle. Antichrist Papst Alexander VI., der Borgia-Papst, der Mischling aus Maranenblut. Bei diesem ist der peinliche Riss zwischen Leben und Lehre doch zu groß, als dass er vertuscht werden könnte. Aber auch er kann noch dem System dienstbar gemacht werden. Dieses Kunststück bringt der Kardinal Josef Hergenröther in seinem vierbändigen Handbuch der Kirchengeschichte fertig, wenn er schreibt, Zitat, da starb Alexander VI., ich füge jetzt extra Antichrist nicht hinzu, ich lese das Zitat mal so, wie es hier steht. Da starb Alexander VI. 1503 am 12. August an einem bösartigen Fieber. Die Christenheit war von einem großen Ärgernis befreit.
Aber auch bei einem so unwürdigen Papste, dessen Werke zu meiden waren, während seine Lehren befolgt werden mussten, siehe Matthäus 23, 2-3, zeigte sich die dem Stuhle Petri gewordene Verheißung. Nie hat er den Gläubigen etwas Unsittliches oder dem Glauben zuwiderlaufendes vorgeschrieben. Nie sie in seinen meistens sehr trefflichen Konstitutionen zu einem Irrtum geführt. Ende Zitat. Nachdem die Kirche die Sünde erfunden und Sündenlosigkeit als wunschbares, aber nie erreichbares Ideal aufgestellt hat, sind Sünden und Sündenvergebung die Grundlagen kirchlicher und priestlicher Macht. Aber leider sündigt auch der Priester, der Sünden vergibt. Sündigt auch der Papst, der die Gewalt der Sündenvergebung dem Priester erteilt. Wie steht es nun in der Sündenvergebung beim sündigen Priester? Hat die Gültigkeit oder nicht? Darüber klärt das Konzil von Trient auf, in Sitzung 7 auf Absatz 12, Zitat. Wenn jemand sagen sollte, der Ausspender der Sakramente, der sich in einer Todsünde befindet, vollziehe oder erteile das Sakrament nicht, wenn er nur alles Wesentliche, was zur Vollziehung und Erteilung des Sakraments gehört, beobachtet, der sei verflucht. Ende Zitat. Es kommt also bei der Gültigkeit der Sakramente, und dazu gehört die Sündenvergebung, nicht auf die Würdigkeit oder Unwürdigkeit des Ausspenders an. Er wirkt unfehlbar, wenn er nur die wesentlichen Formen erfüllt. Wenn das schon für den einfachen Priester gilt, um wie viel mehr erst für den römischen Oberpriester, den Papst? So kann es auch nicht Wunder nehmen, dass am 18. Juli 1870 auf dem Vatikanischen Konzil endgültig und gegen jeden Zweifel die päpstliche Unfehlbarkeit als Glaubenssatz verkündet wurde. Zitat: Indem wir daher an der von Anbeginn des christlichen Glaubens überkommenen Überlieferung treu festhalten, lehren wir mit Zustimmung des Heiligen Konzils zur Ehre Gottes, unseres Heilandes, zur Erhöhung der katholischen Religion und zum Heile der christlichen Völker und erklären es als einen von Gott geoffenbarten Glaubenssatz, dass der römische Papst, wenn er von seinem Lehrstuhle aus, ex cathedra, spricht, das heißt, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen, Kraft seiner höchsten apostolischen Gewalt, eine von der gesamten Kirche festzuhaltende, den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre aufstellt, vermöge des göttlichen, vom heiligen Petrus ihm verheißenen Beistandes jene Unfehlbarkeit besitzt, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche in Entscheidung einer den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre ausgestattet wissen wollte und dass daher solche Entscheidungen des römischen Papstes aus sich selbst, nicht aber erst durch Zustimmung der Kirche, unabänderlich sind. So aber jemand dieser unserer Entscheidung, was Gott verhüte, zu widersprechen wagen sollte, der sei verflucht oder anathema, wie man es später auch nannte. Ich möchte, da wir jetzt hier zum Abschluss kommen, noch einen ganz, ganz kurzen Kommentar geben, der vielleicht mal eben zum Nachdenken anregen sollte. Wir sehen, wie tief in dieser Aussage die römisch-katholische Lehre der Trinität gefestigt ist. Denn es steht hier, wenn der Papst, wenn er von seinem Lehrstuhle ex cathedra spricht, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen, Kraft seiner höchsten apostolischen Gewalt, eine von der gesamten Kirche festzuhalten, den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre aufstellt, vermöge des göttlichen, vom heiligen Petrus ihm verheißenen Beistandes jene Unfehlbarkeit besitzt, und jetzt kommt's, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche in Entscheidung und so weiter und so weiter. Der göttliche Erlöser. Wir sehen also, wie subtil
die römisch-katholische Kirche immer wieder Jesus Christus zu Gott erhebt und von daher die Trinität in ihren Lehren vertritt. Das nur mal eben zu dem Thema. Wer Fragen über die Trinität hat, sollte meine Lesung "Sollte Gott gesagt haben". Ja, sollte Gott gesagt haben. Verfolgen. Mehr möchte ich hierüber nicht kommentieren. Ich möchte nur eben noch diesen kommenden Satz und den ersten Absatz auf der nächsten 18. Seite zu Ende lesen, bevor wir dann in die Pause gehen und uns dann in der nächsten Sendung weiter mit diesem ersten Kapitel beschäftigen. Wollen wir eben mal sehen, wir sind jetzt auf Seite 18. Das erste Kapitel geht noch bis Ende Seite 19. Das heißt, man könnte ja so sagen, von ja bis Seite 20 machen wir es noch fertig. Dann sind wir aber weit über eine Stunde und dann gehe ich lieber noch mal ein Paragraphen zurück und beginne nächstes Mal noch mal mit diesem Rest aus Kapitel 1. Also nach dieser Aussage, die wir gerade gelesen haben, unten auf Seite 17 fährt der Autor fort und sagt: Hieraus ergibt sich, aus dem gerade eben vorgelesenen, hieraus ergibt sich, dass der Papst nur bei Lehrbestimmungen ex cathedra und für die ganze Kirche unfehlbar sein soll, aber nicht bei Bestimmungen für Teile der Kirche, bei praktischen Regierung, Verwaltungs- und Disziplinarmaßnahmen und nicht als Privatmann. Wir erinnern uns an die Aussage aus dem Video von dem Bischof, dem Weihbischof Athanasius Schneider, ne? Und die Aussage des Papstes im Flugzeug. Okay? Könnt ihr in meinen Videos von früher nochmal nachfinden? Wenn er zum Beispiel seinem Schatzmeister sagte, dreimal eine Million Lire sind eine Million Lire, würde ihn dieser bei aller Ergebenheit auf seinen Irrtum aufmerksam machen dürfen. Das ist schön gewählt vom Autor. Dreimal eine Million Lire sind eine Million Lire. Dreimal ein Gott sind ein Gott. Trinitätslehre, das lese ich daraus. Hat der Autor hier gut aufgepasst. Wahrscheinlich unterbewusst. Erzählte er aber demselben Schatzmeister, dass in dem einen Gott drei wesensgleiche göttliche Personen sein würden. Manchmal muss ich erstmal weiterlesen, bevor ich kommentiere. Erzählte aber demselben Schatzmeister, dass in dem einen Gott drei wesensgleiche göttliche Personen seien, muss dieser der Unfehlbarkeit seines Chefs seine Rechenkunst zum Opfer bringen. Da in dem Dogma außerdem nicht angegeben ist, welche formellen Kennzeichen eine ex cathedra erlassene Entscheidung hat, ist dem Papst in vielen Fällen eine Hintertür offen gelassen. Denn seit 1870 hat noch kein Papst geradezu erklärt, dass seine jetzige Verfügung, also seine Enzyklika, ex cathedra erlassen wurde. Also mit anderen Worten, seitdem damals dogmatisiert wurde in der römisch-katholischen Kirche, dass der Papst unfehlbar ist, wenn er von seinem Thron, von ex cathedra in Kirchenlehren spricht, seitdem sind seine Enzykliken nicht ex cathedra erlassen worden, sodass man ihm keinen Fehler in seiner Unfehlbarkeit unterstellen kann. Und dass der Autor dieses Beispiel der verrückten Trinitätslehre hier heranzieht, finde ich sehr schön. Und da werden wir im nächsten Video nochmal drauf eingehen. Wir werden noch ein wenig zurückgehen in der Lesung und werden dann das erste Kapitel beschließen und dann in das zweite Kapitel hineingehen. Bis dahin kann ich euch nur anraten, neben diesem Buch, was ihr gratis runterladen könnt auf Archive und was ich jetzt auch auf meinem Archive hochladen werde, dann könnt ihr euch die Version runterladen, die ich dort habe, die der Gerald mir gestern mit OCR-Erkennung gemacht hat, dass man daraus Dinge kopieren kann, dass man Unterstreichungen vornehmen kann und solche Dinge. Das könnt ihr euch dort runterladen, das könnt ihr dort lesen, aber daneben bis zum nächsten Mal und sowieso jeden Tag bitte lest eure Bibel. Shalom, Maranatha.